Weiter geht es mit einer neuen bitterbösen Folge Destroy All Humans. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz bitterböse mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte bösartige Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt mich ein wenig supporten und selbst dieses wunderbare Spiel hier spielen. Ihr wollt es gewinnen für die Xbox One, für die PlayStation 4 oder für den PC. Dann schreibt einfach einen Kommentar mit eurem Discord-Namen und lasst eine Bewertung da. Geht ganz schnell, ist super easy. Am 10.8. werdet ihr dann angeschrieben, falls ihr gewinnen solltet. So, und wir machen jetzt weiter. Wir müssen hier mit dem schläfrigen Ernst ein wenig diskutieren. Aber ich wollte gerade nochmal mich ein bisschen umsehen, denn je mehr Drohnen wir finden, umso mehr Upgrades können wir uns gönnen. Also das lohnt sich hier ein bisschen durch die Gegend zu fliegen und ein paar wenigstens einzusammeln hier und da zwischen den Missionen, um sich schön fett zu leveln. Denn irgendwann will ich natürlich alles besitzen. Es ist mega geil, heilige wenn man mega OP Scheiße, hier durch die Level rasen kann. Ja, heilige Scheiße, ein Alien. So sieht's aus, mein Freund. Ich bin ein Alien. Ein Alien-Killer-Clown. Aus einer anderen Welt. Und ich bin gekommen, um euch, ihr dummen Menschen, zu versklaven. So, die Dinger geben nämlich immer 100. 100 DNA oder DNS. Sammeln wir DNA oder DNS? Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Ich finde es so geil, wie hier alles aussieht. Ich mag halt diesen 50er-Jahre-Touch. Das sieht alles sehr, sehr gill aus. Schläfriger Ernst, bist du es? Na, Kumpel, alles easy? Bald habe ich handfeste Beweise dafür, dass der menschliche Geist durch Fernsehpropaganda kontrolliert werden kann. Und dann starte ich meinen eigenen Sender. Wo zur Hölle sind diese Majestic-Agenten? Amerika wird sich nicht von alleine eine Gehirnwäsche verpassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Menschheit zum Versuchskaninchen des schläfrigen Ernst wird. Sie sollte unser Versuchskaninchen sein. Vernichte den schläfrigen Ernst, Krypto. Verpasst dem narkoleptischen Nerd eine Ladung. Aber natürlich doch, mein Freund. Das mache ich gerne. Achtung, ab ins Meer mit ihm. Oh ja, die magischen Finger. Tschüss. Ah! Wir sollten dafür sorgen, dass seine Arbeit vernichtet wird. Die ist vernichtet. Jetzt nehme ich mir sein Gehirn. Das schmeckt sehr lecker und saftig. Also, her mit dem Gehirn. Das nehme ich mit. Und hier drüben ist noch eine Drohne. Die nehme ich auch noch mit. Ach ja, ich werde auch immer wieder mal den Skin hier ändern. Aber das geht leider nur dann, wenn wir in unserem Raumschiff sind. Hilfe! Ey, wenn du hier so rumjammerst, ja? Dann werde ich dich vaporisieren müssen, mein Freund. Es tut weh! Ja, es tut weh, aber du bist doch selbst dran schuld. Alter, was sind das hier für Drohnen? What? Als ob die Menschen so eine Technologie haben. Nee, 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 nee. Fake News. Was geht hier ab? Schaut euch das an. Die haben hier voll den heißen Shit am Start. Also, der schläfrige Ernst ist tot. Man muss es auch so ein bisschen wie so ein Nazi aussprechen. Arr, der schläfrige Ernst. Naja, ist eher so ein bisschen wie ein Pirat. Und sein Auto. Sein Auto müssen wir auch noch zerstören. Gib mir mal hier sowas. Crypto, Majestic will Signale zur Gedankenkontrolle verbreiten, um ihre eigene Spezies zu kontrollieren. Dafür übertragen sie Signale aus diesem Sender. Mein Kopf, mein Kopf. Sie wollten die menschliche Bevölkerung paranoid und aggressiv machen. Also noch paranoider und aggressiver, als sie ohnehin schon ist. Ich schlage vor, wir manövrieren Majestic in ihrem eigenen fiesen Spielchen ins Aus. Wir werden unsere eigene Sondersendung ausstrahlen. Eine Gedankenkontrollübertragung vom Mutterschiff. Mit ein paar einfachen Handgriffen sollten sich die Antennen auf dem Dach Furonen-kompatibel einstellen lassen. Ich bin mir sicher, du kriegst das hin. Ja, schauen wir mal, mein Freund. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ja, im Moment können wir noch gar nicht so richtig geil Terror machen, weil wir einfach noch nicht so stark sind. Wir müssen geiler werden. Wir müssen geiler werden, wir brauchen mehr Upgrades. Sobald ich auf meinem Schiff bin und jetzt hier schön ein bisschen was mitgenommen habe, werde ich mich richtig geil aufpumpen. Und dann werden wir die Menschheit zerstören. Ja, so ähnlich. Ey, Crypto hat es so gesagt, okay? Vaporisieren. Also, Crypto, folgender Plan. Wir nutzen dieses Fernsehzeug einfach selber, um die Menschheit dem unbezwingbaren Willen des Furonen-Imperiums zu unterwerfen.
Wenn du die Antennen in Richtung des Mutterschiffs ausrichten kannst, können sie meine Übertragung zur Phoronen-Gedankenkontrolle perfekt empfangen. Das wäre die gute Nachricht. Ja, dann tun wir's. Die schlechte Nachricht ist, aus ausgesprochen komplexen und ziemlich technischen Gründen hast du nur ein paar Minuten dafür. Kann ich nicht einfach mal in Ruhe die Nachrichten schauen? Schlimme Dinge dieser passieren. Fidel aber hat ja ein paar gute darüber. Ideen. Und jetzt leg los und mach ein paar Knoten in die Antennen. Ich schwöre der Flagge der USA, meine Treue. Okay, irgendein wirres Zeug redet der hier. Keine Ahnung, ab und zu reden die Zivilisten sehr, sehr wirre Krütze. Wie kann ich denn Lucy in I Love Lucy lieben, wenn sie gerade nicht läuft? Oh, wir dürfen den Boden nicht berühren. Okay, der Boden ist Lava. Boing. So, umgedreht. Berühre niemals den Boden, denn der Boden ist böse. Alles klar, gehen wir hier hin. Verbiegt das Ding. Verdammte Antenne. Wie soll ich jetzt jemals erfahren, ob der Wert einer All-Inclusive-Reise nach Kuba über oder unter $93.49 liegt? Tja, wie wird man sowas hier erfahren, ne? Das Leben ist hart. Nicht aufgeben, Crypto. Ich würde nur ungern dem phoronischen Imperator sagen müssen, dass du ihn im Stich gelassen hast. Er kann so kaltherzig sein. Oh, nicht den Boden berühren, nicht den Boden berühren. So, ich bin dran. Ich habe ja noch eine Minute. Alles gut. Du hast es fast geschafft, Crypto. Alles gut. Ich bin beeindruckt, wie du vor intellektueller Zeugungskraft strotzt. Du Prachthengst. Dankeschön. Das bekomme ich im echten Leben sehr häufig gesagt. Die Nachrichten schauen, sonst komme ich ja kaum dazu, meinen Abschluss in Wirtschaftslehre einzusetzen. Und ein Kleinwüchsiger hat's erwischt. Legen wir los. Übertragung läuft. Downlink des Phoronensignals. Erfolgreich. Oh, das ist so aufregend. Okay, ich erhöhe die Leistung. Moment! Crypto! Das Signal ist zu stark. Menschen sind schwach. Ihre Gehirne vertragen so eine Amplitude nicht. Beeil dich, Crypto! Du musst die Antennen biegen, bevor sie... Au, das tut sicher weh. Uah, ekelhaft. Crypto? Crypto! Wo bist du hin? Zeit für einen Snack. What the hell? Alter! Mission erfolgreich. Also wenn es darum geht, Hirne zum Explodieren zu bringen, dann bin ich der Beste. Dann bin ich definitiv der Beste. Ungewöhnliche Blitze schlagen im ganzen Block ein. 12 Tote, örtlicher Elektriker wird sich wegen fehlerhafter verlegten Kabeln vor Gericht verantworten müssen. Ja, als wär's der alte Elektriker gewesen. Der hat doch gar keine Ahnung von meinen finsteren Mächten, die ich hier einsetze. Eine so. Verbesserung für dein Raumschiff? Nein. Wie sieht es mit deiner Waffe oder deinen Fähigkeiten aus? Ja, du hast es erkannt. Ich brauche eine Verbesserung für meine Waffe und für meine Fähigkeiten. Was können wir denn hier alles mitnehmen? Ich habe 6500, das meine ich. Du kannst hier echt ganz gut Sachen zusammen leveln. So, der Cortex-Scan. Schub. Ja, warum nicht? Schild wäre ganz gut. Schildverstärkung, auch ein Taui. Nehme ich mit. Dann Analsonde. Gib mir doch endlich die verdammten Analsonden. Das sind die Sachen, die wir brauchen. So. Das nehme ich auch noch mit. So, und dann gönne ich mir, glaube ich, das hier noch. Oh, geht gar nicht. Ist zu teuer. Gut, Archiv. Skins. Der Killer-Clown hat ausgedient. Jetzt mutiere ich einfach zu... Nein, ist mir auch noch zu clownig. Ich werde ein Mutant. Oder werde ich Elvis? Ich finde, der hier sieht eigentlich am geilsten aus. Also ich finde den extrem nice. Obwohl BFG ist auch cool. Ich glaube, ich bin BFG heute mal. Heute bin ich ein bisschen BFG unterwegs. So, Missionsauswahl. Wir können auch nochmal zurück in andere ehemalige Gebiete. Dort können wir nämlich auch Entführungen, Rennen und Randale machen. Werden wir, glaube ich, auch alles noch so tun. Mal so zwischen reinwerfen. Aber jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen weiter die Story.
Ich möchte, dass du alle Hirnstämme einsammelst, die Signalübertragung unversehrt überstanden haben. Oh, und würdest du dir beim Einsammeln der überladenen Hirnstämme bitte die Zeit nehmen und ein paar frische von lebenden Menschen extrahieren? Ja? Crypto, ja? Ich schalte dir die Lizenz für eine neue Waffe frei. Die Analsonde. Oh, ja, 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 ja. Jetzt untragbar für die effizientere Sammlung von Hirnstämmen. Ja, Analsonde, ja! Gute Arbeit, Crypto! Du hast einen überladenen Hirnstamm eingesammelt. Jetzt fehlen nur noch 11. Das klingt im ersten Moment vielleicht nach viel, aber ich denke, es ist machbar. Sammle mit der multifunktionalen Analsonde frisch extrahierte und freischwebende Hirnstämme aus sicherer Entfernung ein. Aber nicht vergessen, nie ohne Lizenz einsetzen. Bitte alle Warnhinweise lesen. Ausgezeichnet! Das wären dann erstmal alle frischen Hirnstämme, die ich brauche. Gute Ausbeute. Mariana! Martha, hol mir die Schrotflinte. Nein, hol nicht die Schrotflinte. Ich muss Analhirne entsaften. Du hast fallen lassen. Du stehst im Schussfeld. Okay, warte mal. Ich brauche Biomasse. Wupp. So, hier. Außerirdische Stimme. Rein das Ding. Ich ernte eure Gehirne. Bewegt! Es tut so weh! Es tut so weh! Ah. Komm schon, nimm meine Analsonde. Meine EMPs, die feuern einen elektromagnetischen Puls ab, der deine Waffen lahmlegt. Du stehst im Schussfeld! Oh, jetzt bist du dran! Und, wir rumrennt! Auf den Boden legen! Polizei! So, dein Gehirn werde ich noch ernten. Du. Ist schon mies, wenn man analen Gehirn von jemandem rausnuckelt. Mein Kopf! Und ich habe wieder einen Schuss. Komm, Analsonde. Hol ihn dir! Geil, Mann. Einfach nur gut. Einfach nur verdammt gut. Warte, ich brauche mal hier was anderes. Bumm. So. Gehirn eingesammelt. Das hier zerlegen. Na, wo seid ihr, dumm Mensch? Ich werde euch sowas von vaporisieren. Oh, die haben keine Chance gegen uns. Leider kriege ich so keine Gehirne. Ich brauche noch mehr Gehirne. Ich brauche noch viel mehr Gehirne. Ich muss unbedingt meine Analsonde ein wenig leveln. Komm schon. Wupp. Vaporisiere es. Du stehst im Schuss, Kreaturen aus dem Kommunisten! Wir werden sofort. Komm schon! Danke! Beweg dich! So! Ich hol dir dein Hirn aus deinem kleinen menschlichen Hintern. Das kannst du nicht machen! Aus dem Weg! Ich bin Polizist! Ist heute Polizei. Ich hab keinen Schuss. Warte. Jetzt zerblocken wir mal den hier. So, neuer Schuss ist bereit. Komm schon, hol ihn dir. Oh, geht schon wieder nicht. Ich brauche unbedingt dafür ein Upgrade. Wir haben viel zu wenig Money, Baby. So, ich bin nochmal hier die Knarre. Flup. Jungs, ihr habt keine Chance. Hier geht's zu sehr zur Sache. Oh, ich find's halt so geil, wie sie auch noch dastehen. Ey, der hier hat einen leichten Knapp gemacht. Rennt, ihr niederen Menschen. Du hast das Recht zu schweigen. Boah, der Skin sieht fett aus. Der Skin sieht richtig fett aus. So, genug hier. Zerstört und vernichtet. Wir brauchen noch Hirne. Was ist eigentlich hier? Kann man das zerstören? Bumm. Ja. Da gibt es ein schönes, fettes, saftiges Gehirn. Und wenn wir hier schon unterwegs sind, ich brauche Drohnen. Jede Menge Drohnen. Aber ich sehe auch keine mehr. Warte mal. Wir müssen da hinten hin. Kann ich eigentlich auch mein UFO einfach so rufen? Oder geht das nicht? Ich glaube nicht, ne? Warte, ist noch ein Gratishirn. Gratishirn! Materie! So, neue Muni. Habe ich eben gerade keine Munition bekommen? Moment. Wupp.
So. Man muss ja auch noch einsammeln. Das Ding macht halt böse Damage. Das Ding macht halt richtig böse Damage. Die Menschen aber auch am Verzweifeln sind. Bitte zurücktreten, es brennt ein Polizist. Ey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir die höchste Gefahrenstufe und dann werden die richtig stressig hier, die Menschen. Hm, warte mal. Hast du nicht die Eier? Oh doch, die habe ich. Galaktische Eier. Ich habe galaktische Eier, mein Freund. Das bin ich du. Hey, auf den Weg. Alles aussteigen. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, EMP. So, warte mal, die Hundehütte kann ich vaporisieren? Leider nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie viele kommen denn hier? Achtung, Achtung, Bürger! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh, mir geht's nicht gut. Und weg hier. Ist heute dein Glückstag? Okay, wir brauchen hier ein bisschen was. Beweg dich! Wir brauchen hier unbedingt ein bisschen was. Gib mir Gehirn. Hier drüben ist noch eins. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Es tut weh. Ich hab keine Muni mehr. Ich muss das hier in Munition verwandeln. Ich schieße durch dich durch. Oh, stressig. Nice, nice, nice. Stehst mir in der Schussbahn. Aus dem Dein Leben, du Scheiße. Alles klar, perfekt. Auf die Knie. Weg, Cowboy. Okay, holen wir uns die restlichen Sachen hier. Das verwandeln wir mal ganz schnell in Muni. Das muss halt alles ein bisschen schneller gehen. Der Gefreite bedauert sie. Sir, der Gefreite bedauert es zu brennen. Ah, mein Kopf, mein Kopf. Oh nein, da hinten kommen schon die Panzer. Panzer sind nichts gut. Ich bin schlimmer als Korea, mein Freund. Hey, ich bin schlimmer als Korea. So, holen wir uns hier die letzten. Oh, da ist noch ein bisschen was zu mitnehmen. Keine Chance gegen mich, Bro. Du bist vielleicht irgend so ein super cooler, wichtiger Agent. Aber ich bin ein Alien. Und Freak höre ich gar nicht gerne. Das verletzt meine Gefühle. Boah, jetzt kommen ja schon die nervigen Geheimagenten. So, hier. Schießen wir die Hirne raus. Alles gut, alles gut. Oh nein, ich habe keine Energy mehr. Ich muss den Ball hier in Munition verwandeln. Schnell! Bitte um Erlaubnis, mich zu löschen, Sir. Bitte um Erlaubnis, mich zu löschen, Sir. Grundgültiger. Ah, die Sprüche. Ey, die Sprüche stellenweise. So. Danke. Okay, eins fehlt uns noch. Und das hätten wir. Damit hätten wir alle überladenen Hirnstämme. Easy, nein, da wäre noch eine Drohne gewesen. Da wäre noch eine Drohne gewesen. Egal, wir haben 100% und wir haben Analsonden. Kleinwüchsiger Schütze schlägt wieder zu. 16 Tote bei erneutem Angriff des verwachsenen Mörders auf Clancy Street Wohnanlage. Ja, ich bin eigentlich nur kleinwüchsig. Zwerg darf man nicht sagen, okay? Das ist eine Beleidigung. Kleinwüchsig, in Ordnung. Wolltest du ein Raumschiff-Upgrade? Oder etwas ein wenig Persönlicheres? Ich hätte ganz gerne etwas Persönlicheres. Und zwar die Analsonde. Die ist witzig. Die ist echt cool. Aber leider viel zu schwach. Analsonde ist viel zu schwach. Da müssen wir ein bisschen ran. Die anderen Sachen dauern noch ein bisschen. Was haben wir denn hier? Ach, irgendwelche Konzeptsachen. Aha, cool. Das Handbuch. Oh, hier sehen wir die ganzen Missionen. Einiges erwartet uns hier noch. Ja, wir haben jetzt Mission 6 gemeistert.
Ein Stern. Hier fehlt uns ein Stern. Zerstöre Polizeiautos. Und hier fehlt uns noch voll viel. Ertränke eine Kuh im See, töte die Frau des Bauern mit Hilfe eines Hühnchens. Was? Die kann man mit einem Huhn erledigen? Also Leute, in der nächsten Folge müssen wir wieder ran. Da müssen wir wieder ran. Und zwar in der nächsten Mission. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Nicht vergessen, abonnieren und Glocke aktivieren, um hier nichts mehr zu verpassen. Für den großen Alien-Spaß. Bis zum nächsten Mal und tschüss!